Das ist gut. Jannik, es war ein turbulentes Spiel, hat euer Kapitän gesagt. Ihr seid früh in Rückstand geraten, 2:0 Rückstand, habt euch dann wieder rangearbeitet, Führung errungen, dann am Schluss die Führung verspielt, mit einem Unentschieden ist das Spiel geendet. Wie hast du es gesehen und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis und mit der Leistung? Ja, die ersten 10 Minuten haben wir halt wirklich verpennt, will ich jetzt mal sagen. Aber dann haben wir Moral gezeigt und sind dann wieder gut zurück ins Spiel gekommen mit dem Anschlusstreffer und dann der 3:2-Führung. Aber am Schluss haben wir uns dann wieder das Spiel aus der Hand gegeben und haben halt wahrscheinlich auch zu Recht den Ausgleich kassiert und haben dann noch Glück gehabt, dass wir den einen Punkt dann mitnehmen können. Ja, was sagst du zur Leistung? Ja, für die Moral allen Respekt an die Mannschaft, dass wir da wieder so gut zurückgekommen sind. Am Schluss ein bisschen unglücklich dann halt, aber war okay. Deine eigene Leistung? Ja, ich habe bessere Tage erlebt auf jeden Fall. War heute nicht so der Bringer. Was sagst du zur Vorbereitung in der Winterpause? Wie gut ist sie verlaufen und was gibt sie euch für eine Perspektive auf die Rückrunde, in die ihr am Anfang gut gestartet seid, aber jetzt halt unentschieden? Ja, die Witterungsbedingungen waren schon schlecht, aber die Teilnahme am Training war doch sehr hoch und wir haben eigentlich fast regelmäßig immer trainiert, hatten unsere Testspiele, also für uns ist sie noch ganz gut gelaufen, obwohl es auch natürlich hätte besser sein können wegen den Witterungsbedingungen. Was werdet ihr in der Rückrunde für Ziele verfolgen und vielleicht hast du persönliche Ziele? Ja, jedes Spiel gewinnen. Also das ist mein Ziel und das Ziel der Mannschaft. So gut wie es geht abschneiden. Du bist ja eine kleine Kuriosität. Ich weiß nicht, ich bin kein Dialektexperte, du bist Saarländer sozusagen und spielst auch in Saarland in einem Club parallel. Kannst du mehr dazu sagen, wie das möglich ist? Ja, ich habe halt so ein Zweitspielrecht und ab einer gewissen Distanz kann man dann für 2 Vereine spielen und man muss halt immer 1 Woche Abstand zwischen den Spielen haben und dann geht das. Und was meinst du, klappt das gut? Ja, wenn ich zu Hause gebraucht werde, bin ich da. Wenn ich hier gebraucht werde, bin ich da. Also für mich klappt es gut und für die Leute hier auch. Alles gut. Neuburg-Weier ist euer nächster Gegner, Auswärtsspiel. Was denkst du, wie ihr diese Aufgabe knacken könnt? Habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich denke, wenn wir so wie heute ins Spiel gehen, müssen wir auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und dann werden wir das auf jeden Fall schaffen. Ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Dankeschön.